herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich nochmal eine Frage von meinem letzten Video, was ich euch jetzt hier oben bei dem i verlinke, nochmal beantworten, da ich ganz kurz am Anfang angeschnitten habe, meine Krankenhausprüfung und meine Praxisprüfung. Aber wie sie jetzt wirklich abgelaufen ist, darunter hatte ich auch schon eine Frage, die habe ich da auch noch ein bisschen ausführlich erklärt, aber ich wollte nochmal in diesem Video drauf eingehen. Und dann wollte ich euch Tipps geben, wie ihr gut durch das Examen kommt und was so meine Tipps waren, die sehr gut geholfen haben. Ich hoffe, euch gefällt das Video, da immer die Physiotherapie-Videos eigentlich am besten ankommen. Dann würde ich sagen, ich starte schon mit dem Video. Falls ihr Fragen habt, die vielleicht noch aufgekommen sind, schreibt sie in die Kommentare. Ich beantworte sie sehr, sehr gerne. Wenn euch das Video gefällt, gebt dem Video einen Daumen nach oben oder abonniert doch unseren Kanal unter diesem Video, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Und dann würde ich sagen, ich starte jetzt mit dem Video. Meine Krankenhausprüfung, das war eine der praktischen Prüfungen, die für mich als erstes anfing. Die war, wie gesagt, im Krankenhaus, auch relativ am Anfang. Das letzte Video verlinke ich euch hier oben auch nochmal, damit ihr so ungefähr den Zeitraum wisst. Ich war die erste, die an dem Tag dran war, sprich, ich habe um 8.30 Uhr begonnen und war dann ungefähr um 11.15 Uhr fertig. Ihr denkt euch jetzt bestimmt so, was hat sie so lange in der Prüfung gemacht? Also, ich war schon um 8 Uhr da, wir sollten immer so ungefähr eine halbe Stunde davor da sein. Wir sollten uns umziehen, ein bisschen runterkommen, nicht, dass unsere Aufregung sehr, sehr hoch ist. Wir haben uns mit den Dozenten noch ein bisschen unterhalten, was mich auch eigentlich schon ein bisschen nervöser gemacht hat. Dann von 8.30 Uhr bis 9 Uhr habe ich meinen Plan bekommen, also welchen Patienten ich habe, habe die Akte bekommen, habe mit meiner Dozentin die Akte, wie gesagt, durchgeguckt und ja, war alles gut. Und ich war ja in der Gyn eingesetzt, was ihr auch vom letzten Video entnehmen konntet. Und dementsprechend hatte ich eine Patientin, die war ungefähr 35 Jahre alt. Namen sage ich natürlich nicht. Ihr Baby ganz normal auf die Welt gebracht. Das Baby war 2 Tage alt, mega süß auf jeden Fall und sehr schwer. Also ich glaube 3500 Kilo. Bei meiner Schule ist es zum Beispiel so, dass wir den Anamnesebogen selber herstellen müssen. Also wir müssen von Fall, Eigen, Sozial-, Familienanamnese und so weiter, von den Testungen, alles selber aufschreiben, dementsprechend auch alles im Kopf haben. Aber ich gebe euch, das ist schon mal mein erster Tipp so an euch, wenn ihr im Krankenhaus wirklich immer eure Praktika habt, übt diese Befunde. Also das hat mir mega, mega weitergeholfen. Nicht, dass ich da in der Prüfung so saß und wirklich ein Blackout hatte. Dementsprechend, ich hatte meinen Plan, ich habe so meine Vorrichtung gehabt, habe das alles schnell aufgeschrieben. Dann bin ich mit einer Dozentin in den Raum gegangen. Dann haben wir gesehen, dass die Mutti gerade gestillt hat. Meine Praktikumsbetreuung war dann auch mit drin. Und dann haben wir auch eine kurze Pause eingelegt, weil dann musste der Kleine auch noch gewickelt werden. Wir haben dann einfach zugeguckt, wir haben mit ihr gequatscht. Das hat mich natürlich mega runtergeholt, sage ich mal. Dann ist auf einmal meine Dozentin dann rausgegangen. Ich stand mit meiner Praktikumsbetreuung, der Mutti und dem kleinen Kind im Raum alleine. Ich habe dann einfach weitergemacht, weil ich dachte mir so, ja gut, das ist meine halbe Stunde. Und wie gesagt, ihr habt auch nur eine halbe Stunde, um komplett die Anamnese der Frau, sage ich mal, in meinem Fall durchzufragen. Und dementsprechend, also das ist schon echt heftig, so die Zeit. Dann habe ich weitergemacht, Testungen gemacht und meine Praktikumsbetreuung, mit der habe ich danach auch noch gequatscht. Dann meinte so, ja, der war echt gut. Und ja, dann bin ich aus dem Raum gegangen. Wir saßen dann im Flur einfach vom Krankenhaus in so einer entspannten Ecke, sage ich mal. Da war auch relativ alles ruhig, weil eh die Station mega leer war. Also hatte ich eine Viertelstunde Zeit, um meinen Behandlungsplan zu schreiben mit Maßnahme, Nahziel, Dauer und Aster. Meine Mutti war zum Beispiel mega fit. Sie war selber Krankenschwester und Erzieherin, also dementsprechend mega cool. Sie konnte das alles sehr, sehr gut. Und dann haben wir ein paar Übungen in Rückenlage gemacht. Die Waage, vielleicht kennt das jemand. Und mit dem Igelball. Gangschule brauchte ich bei ihr überhaupt nicht machen. Solche Sachen habe ich da mit ihr gemacht. Atmung, Beckenbodenwahrnehmung, sowas habe ich gemacht. Die 20 Minuten, ich war noch nicht mal 20 Minuten drin. Ich war ungefähr 10, 15 Minuten drin. Meine Erleichterung sah man mir wirklich an und genau, da sind wir auch nur noch nach vorne gegangen und das war meine Prüfung. Also, ja, ihr bekommt, wie gesagt, von den Dozenten nie gesagt, wie ihr jetzt wart, wie ihr abgeschnitten habt, ja. Aber das kennt man jetzt ja von der Physiotherapie und genau, darauf habe ich eine 2 bekommen
Und ja, das war die Krankenhausprüfung. Zu der Praxisprüfung, die ich relativ am Ende hatte. Und da auch, da war ich auch von 8.30 Uhr bis 11.15 Uhr dran. Wenn ihr euch jetzt wundert, dass es davor bei der Krankenhausprüfung, wie jetzt auch in der Praxisprüfung, nicht mit der langen Zeit hinkommt. Ich hatte auch noch zwischendurch, bevor ich jetzt wirklich die 20-Minuten-Behandlung gemacht habe, eine 15-Minuten-Pause, die ich nicht einnehmen wollte, weil ich wollte einfach weitermachen. Und genau, deswegen, aber ich hatte trotzdem dann 5 bis 10 Minuten Pause, weil die dann noch meinen Plan angucken mussten. Wir kamen an der Praxis an und ich hatte echt so ein mulmiges Gefühl, weil ich kannte die Praxis nicht, ich kannte die Kunden nicht, die Patienten, ich kannte die Arbeitskollegen nicht. Ich kam dann wieder rein, genau das gleiche Spiel, ich habe mein Fallbeispiel bekommen, habe den Plan gemacht. Dann habe ich gemerkt, weil da konnte ich ja zwischen Ortho und Chirurgie ziehen, ich hatte dann Ortho, Patient war echt super. Aber der Patient war echt schwierig, obwohl er orthopädisch verordnet wurde, hatte er auch noch was Neurologisches, was meine Arbeit natürlich ein bisschen schwieriger. Und genau, beim Befund konnte man auch beim Gang erkennen, okay, irgendwas Neurologisches ist da, da meine Dozentin Neurologin ist. Aber ich dachte dann, als ich den Befund an meinen Dozenten abgegeben habe, boah, der war richtig schlimm, nachdem ich halt meinen Behandlungsplan wieder geschrieben hat. Aber im Endeffekt war der doch wohl echt richtig gut. Dazu komme ich dann noch später. Und genau, meine Behandlung war dann da drin, dass ich mit ihm im Endeffekt Gleichgewichtstraining gemacht habe, so ein bisschen Koordination auf verschiedenen Untergründen, so eine Art Parcours aufgebaut habe, mit so halben Igelbällen, wo man sich draufstellen kann, ja, Matten, ein Kreisel, so ein Therapiekreisel, so diese roten, diese abgerundeten. So, da meine Dozentin, die mich dann in Orthopädie abgeprüft hat, immer mega drauf geachtet hat, dass der Patient von Entspannung was hat, mit der Atmung was in Verbindung bringen, was Aktives, sage ich mal, und so sozusagen was Passives. Da der Patient sehr angespannt und sehr fest war am Rücken, wollte ich das erstmal ein bisschen lockern. Dementsprechend habe ich das so die ersten 5 Minuten gemacht und danach ging ich zum aktiven Part mit dem Parcours, was, glaube ich, meine beiden Dozenten mega cool fanden. Der Patient war auch mega süß und er hat immer mega auf mich geachtet. Und nach 10 Minuten sind dann auch schon meine beiden Dozenten rausgegangen. Zur Entspannung habe ich danach mit einem Igelball über den Unterschenkel beim Patienten gegangen. Da der Patient seinen rechten Unterschenkel gar nicht mehr gespürt hat und es hatte immer so ein Kribbeln. Und damit ich die Sensibilität steigern kann, habe ich das mit dem Igelball gemacht. Habe ihm natürlich noch den Tipp gegeben, dass er sich den für zu Hause auch noch holen kann. Das war es auch eigentlich schon. Eigentlich hatte ich danach so ein Gefühl, dass ich so eine 3 oder so habe oder eine 2. Aber im Endeffekt habe ich echt eine 1 bekommen. Also es muss echt wohl gut gewesen sein. Und wie gesagt, man schätzt sich von Prüfung zu Prüfung auch immer schlechter und schlechter ein. Das war zum Beispiel bei mir so. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr auch ein Examen durchgemacht habt, egal jetzt in der Physiotherapie, in der Altenpflege, Krankenschwester oder was weiß ich. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie bei euch das Examen gelaufen ist. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Dann kann man sich darunter auf jeden Fall noch austauschen. Und jetzt zu meinen Tipps. Also mein erster Tipp, was mir eigentlich am meisten geholfen hat, war das Spazierengehen. Das klingt jetzt zwar ein bisschen altbacken, aber das Spazierengehen hat mir so geholfen. Ich habe immer gelernt. Und dann bin ich wirklich meistens so zwischen 17.30 Uhr, 18 Uhr nochmal wirklich eine halbe Stunde bis 45 Minuten spazieren gegangen. Hab Kopfhörer mir geschnappt, einfach Musik gehört und ich bin einfach draußen meine große Spazierrunde gegangen. Also wie gesagt, das hat mir mega geholfen, das hat mich mega runtergeholt. Ich bin entspannter in die Prüfung reingegangen. Der zweite Tipp ist von mir, das Organisieren. Es ist wirklich ein großer Faktor, dazu gehört einen Lernplan erstellen, wirklich organisiert rangehen. Man soll am besten nicht zu viel wollen für den Tag, dass man sagt, oh, ich muss jetzt noch das lernen, was jetzt vor meiner mündlichen Prüfung so war, weil auch natürlich die Themenbereiche so umfangreich sind. Ja, das hat mir auch sehr gut geholfen. Ich habe zum Beispiel für die praktischen Prüfungen habe ich nicht so viel gelernt. Ich habe mir das 1-2 Tage davor angeguckt. Massage bin ich auch nochmal durchgegangen. Ist halt gut, wenn ihr einen Probanden zu Hause habt. Es gibt ja wirklich unzählige Apps, die man auch dafür benutzen kann, damit ihr Lernpläne erstellt. Da könnt ihr einfach dann echt mal das googeln. Da wüsste ich jetzt auch keine. Ich habe zum Beispiel auch keine App benutzt. Der dritte Tipp von mir ist auf jeden Fall beim Lernen Lernpausen einlegen. Ich weiß, man sitzt dann davor und denkt sich noch so, oh, ich muss jetzt noch
dieses Fach machen, dieses Fach machen, das Thema durchlesen und so weiter. Aber es bringt einfach nichts, wenn ihr dem Kopf dauerhaft diese Impulse gibt und das Gehirn das gar nicht verarbeiten kann. Deswegen macht euch wirklich den Lernplan, macht das wirklich, was da drauf steht. Und sonst, falls ihr halt nicht alles schafft an den Tag, mein Gott, ihr verschiebt es dann auf morgen. Aber wirklich, dass ihr Stück für Stück dann vorgehen könnt und das auch wirklich versteht. Mein vierter Tipp ist auf jeden Fall Wasser trinken. Das klingt erstmal komisch. Ihr sollt natürlich generell im Leben immer viel Wasser trinken. Das ist am besten für den Körper. Aber gerade beim Lernen trinkt auf jeden Fall Wasser. Nicht zum Beispiel Energy Drinks oder irgendwie mehr zuckerhaltiges Zeug wie Cola oder so. Trinkt wirklich Wasser. Euer Gehirn kann die Lernvorgänge besser abspeichern, besser verarbeiten. Und wie gesagt, das hat mir auch sehr geholfen. Dementsprechend habe ich in der Zeit auch sehr viel getrunken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch am besten und am effektivsten einfach hilft. Und genau, dann kommen wir schon zu Tipp Nummer 5, sind Lerngruppen. Die hatte ich jetzt auch in meiner Schulzeit. Wir haben so ungefähr ein halbes Jahr davor angefangen. Wir haben uns mit der Lerngruppe immer so meistens einmal in der Woche, klar, so näher wir ans Examen näher gerückt sind, so mehr haben wir uns natürlich getroffen und haben dann wirklich am Skelett geübt, nochmal wirklich Partnertausch immer gehabt. Das kann ich euch auch noch ans Herz legen, weil manche Menschen sind da drin gut. Du hast zum Beispiel ein anderes Thema, was dir sehr gut hilft. Dann haben wir sozusagen immer so kleine, nicht Referate vorbereitet, aber jeder hat mal dazu immer was gesagt. Und das hat mir auch sehr gut geholfen, gerade vor der schriftlichen Klausur, dass man dann wirklich nochmal die Themen durchgegangen sind. Und nochmal nebenbei, falls ihr euch nicht zu Hause, euch sage ich mal, so gut konzentrieren könnt, nehmt euch wirklich einen Raum vor, wo wirklich wenig steht. Bei mir war es zum Beispiel das Wohnzimmer. Ich habe auch mein Handy immer ein bisschen weiter weggelegt, damit ich so gut wie es geht durchlerne oder dann, wie gesagt, meine Pausen dann habe. Geht nach draußen, wenn schönes Wetter ist, an einen ruhigen Ort, wo ihr wirklich gut lernen könnt. Wie gesagt, dann habt noch eure Lerngruppen, lernt mit Freunden und das ist eigentlich die beste Kombi so von meiner Seite aus. Dann zu einem Thema, das relativ, ja, kostenspielig ist, sage ich mal. Aber viele haben sich ein Skelett aus meiner Klasse geholt. Ich hatte zum Beispiel jetzt gar keins, aber das brauche ich, sage ich mal, auch nicht. Und wie gesagt, also übt wirklich am Skelett, das mache ich dann immer meistens in der Schule. Dementsprechend, wenn, dann kauft euch ein Skelett. Es gibt wirklich günstige, aber achtet wirklich darauf, dass sie wirklich seriös sind, sage ich mal. Und genau, das ist auch noch ein Tipp von mir. Dann zu Tipp Nummer 7 ist es, mit den Dozenten abzusprechen, dass man eine Prüfung macht. Gerade für die mündliche Prüfung hilft das sehr, sehr gut, sage ich mal. Und da mir mündliche Prüfungen auch mega schwer fallen, weil ich hasse einfach wirklich mündliche Prüfung. Wenn ihr davor immer mit euren Dozenten, falls sie dann wirklich Zeit haben, aber die meisten Dozenten machen das. Das ist dann auch nochmal sehr schön, dass ihr dann auch noch entspannter in die Prüfung gehen könnt und nicht, sage ich mal, diese, ja, Aufregung habt. Ja, ihr habt noch nie so richtig eine Prüfung vor denen gemacht. Und dementsprechend, das kann ich euch auch ans Herz legen. Mein 8. Tipp, der relativ kurz ist, das hat man auch in dem Lernroutine-Video bei mir gesehen. Macht euch wirklich einen Ordner. Schafft euch einen guten Ordner an, den ihr vielleicht auch noch zu Hause habt. So habe ich es jetzt gemacht. Und organisiert euch wirklich so von Thema zu Thema oder von Fach zu Fach. Wenn ihr überall die Zettel habt, dann habt ihr den Überblick vor dem Examen wirklich verloren. Und dementsprechend macht euch einfach einen Ordner. Ihr habt alles in diesem Ordner drin. Und genau so könnt ihr auch organisierter an die Prüfungen rangehen. Dann noch zu dem nächsten Tipp, der auch relativ kurz ist, aber auch wirklich sehr wichtig ist, ist, dass ihr versucht, vor der Prüfung gut zu schlafen. Ich weiß zum Beispiel, wie es ist, aufgeregt zu sein und die Nacht davor kein Auge zuzumachen, aber es bringt einfach euch nichts, diese großen Gedanken zu machen. Geht einfach positiv dran, denkt euch einfach, ihr werdet die Prüfung mehr oder weniger gut schaffen. Hauptsache, ihr habt sie geschafft, so habe ich es mir zum Beispiel am Ende gedacht. Und dementsprechend, also eure Erwartungen dürfen auch nicht zu hoch sein, dass ihr sagt, nein, ich muss mit einer 1 rausgehen und das war's, sonst bin ich sehr schlecht. Oder hört vielleicht, auch wenn es blöd klingt, einfach ein Hörbuch oder jetzt sind gerade ja diese Podcasts sehr gehypt. Ich habe es mir zum Beispiel nie angehört, aber genau, dass ihr wirklich einen Schlussstrich zieht am Ende des Tages. Und mein letzter Tipp sind Belohnungen. Das hört sich zwar gerade ein bisschen komisch an, aber denkt euch einfach coole Belohnungen aus für den Abend, Nachmittag, wie lange ihr auch lernen wollt.
Und genau, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich meine Serie dann weiter gucken konnte oder auch einfach mal Fernsehen gucken konnte. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, macht nicht zu viel an einem Tag. Klar, man muss sehr viel lernen, aber überanstrengt euer Gehirn nicht, euer Körper nicht, dass ihr am Ende gar nicht mehr könnt. Ihr müsst natürlich, wie bei mir jetzt, einen Monat durchhalten und dementsprechend geht wirklich organisiert dran und dann werdet ihr das auch alles schaffen. Das waren jetzt meine Tipps, die ich an euch weitergeben wollte. Und falls ihr noch weitere Tipps habt für die anderen, dann schreibt sie doch in die Kommentare oder auch für mich. Ich lerne immer gerne dazu. Und dann würde ich auch schon sagen, das war's von dem Video. Hier könnt ihr uns einmal abonnieren. Klickt einfach auf das i, dann könnt ihr uns ganz leicht abonnieren. Und dann würde ich sagen, nach einem lang gequatschten Video wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann ihr das Video auch seht. Glaubt an euch selber und wenn ihr das alles nicht beim ersten Mal schafft, wie bei mir, dann wird es beim zweiten Mal klappen. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss!